Ja, hallöchen, wunderschönen guten Abend. Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Der liebe Josef Knoll ist hier bei uns. Also ein absolut hammer cooler Typ. Ich habe ihn kennengelernt auf einer Mastermind. Da wären wir schon wieder beim Thema. Mastermind ist wichtig. Auf Masterminds lernst du einfach coole Leute kennen. Wir haben viele, viele Schulungen schon gemeinsam gemacht. Wir waren auf Fuerteventura zusammen, Josef Knoll, VIP-Coaching, Vollgas, und da sind wir auch schon beim Thema Vollgas dank Biogas. Josef hat sich was ganz, ganz Besonderes ausgesucht. Josef war auch bei mir beim Speaker-Training eine absolute Granate. Auch da werden wir nochmal einsteigen. Und er hat den Speaker Award gewonnen. Wie geil ist denn das? Also ihr könnt jetzt euch auf spannende 20 Minuten freuen. Einmal hier bei Facebook und dann holt euch gleich das Kongresspaket und dann geht es gleich dort weiter. Lieber Josef, vielen, vielen herzlichen Dank. War gar nicht so einfach, dich hier an die Strippe zu bekommen, weil du ja Tag und Nacht dank Biogas on the way bist. Josef, schön, dass du da bist. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Servus Ernst. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu dir zum Erfolgskongress. Und das freut mich richtig, da, weil du bist ja auch alter Biogas-Fan. Ja, genau. Und du hast ja letztes Jahr das mit mir näher kennengelernt, unsere ganze Branche. Und war für uns ein super Jahr. Mhm. Und jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir weiter Vollgas geben und weiter unsere Branche präsentieren. Und da hilft auch dieser Erfolgskongress damit. Danke dir. Ja, sehr, sehr gerne. Danke für dein Vertrauen. Danke, dass du gleich zugesagt hast. Wir haben hier Querbeet, Heiler, Finanzleute, Steuerberater, Therapeuten, Biogasleute, so wie dich. Also wir haben hier wirklich, wirklich alles vertreten. Coaches, wirklich außergewöhnliche Menschen. Und ja, du arbeitest mit einer Branche, die kannte ich einfach vorher nicht. Ich habe mich immer gewundert, wenn ich auf der Autobahn fahre, was sind das für komische Sachen? So, man sieht es ja bei ihm hinten am Bild, so wie so Pilze, manchmal zwei, drei Pilze. Was ist denn das? Was ist das für ein komischer Bauernhof, habe ich immer gedacht. Naja, vielleicht tun die da Heu aufbewahren und kann man das nicht vorstellen. Ne? Und dann habe ich ja Josef kennengelernt. Josef war dann bei mir beim Grundseminar. Selbstständigkeit, Unternehmertum, neue Wege, Geld zu verdienen. Das, was jetzt auch Anfang Juni wieder passiert, dort war er da, war sehr, sehr, sehr begeistert, hat sich dann entschlossen, VIP-Coaching zu machen, richtig, richtig tief einzusteigen. Da war er in St. Moritz auf dem Seminar mit seinem gesamten Team. Also das ist auch wichtig, kam immer mit allen Leuten. Also er war mit allen Mann da, dort Seminar. Mindset Bootcamp Lebensveränderung und Born to be Free. Wir haben so viel Spaß gehabt und da war noch mehrmals da. Und ja, Josef verändert die Branche. Er ist die Lichtgestalt in dieser Branche. Josef, erzähl mal bitte unseren Zuschauern, was ist denn Biogas? Ja, Biogas ist die speicherbare Energie, die wo wir vor Ort regional, dezentral hier erzeugen können. Mhm. Und zwar aus nachwachsenden Rohstoffen, aus Reststoffen, auch aus unseren Lebensmittelresten. Und da ist überall noch Energie drin. Da ist Energie drin, die wo nachwächst. Mhm. Und diese Energie nutzen wir da, beziehungsweise die Bakterien wandeln diese Energie zu Biogas um, CH4, Methan, und dieses Biogas kann man sogar aufbereiten zu Erdgasqualität und direkt ins Gasnetz einspeisen, oder was die meisten Biogasanlagen in Deutschland oder auch in Bayern hier bei uns machen, ist die Verstromung von dem Biogas, und da wird nicht nur der Strom genutzt, sondern auch zusätzlich die Wärme, die anfällt von den BHKWs, von den Gasmotoren. Wow, und fast du jetzt sagst, ja gut, okay, das verstehe ich alles nicht, was habe ich davon? Ja, du solltest trotzdem einfach gut aufpassen, weil ihr liefert so viel Strom wie drei Atomkraftwerke. Ist das noch so oder sind es jetzt vier?
Das ist mit Sicherheit immer so. Wir haben sogar mit der Flex-Leistung, wo wir installiert haben mit den Biogasanlagen in Deutschland, können wir Spitzenstrom ausgleichen, Strombedarfsspitzen können wir damit ausgleichen von bis zu 6 Atomkraftwerken mittlerweile, was wir Leistung installiert haben, die bei Bedarf abgefahren werden. Und deswegen brauchen wir die Gasspeicher, die wo jetzt da, wie zum Beispiel hinten die Haube ist, möglichst viel Gasspeicher. Und so können wir den Strom einspeisen, wenn er wirklich am meisten gebraucht wird. Wow, cool. Warum gibt es so wenig Biogasanlagen? Ja, Deutschland war vor 20, 30 Jahren da der Vorreiter. Oder eigentlich waren es die Unternehmer, die Landwirte, die sich damals getraut haben, was Neues zu machen, was ganz was Neues zu probieren. Also als erstes war ja eigentlich die Wärmenutzung der Hauptnutzen von Biogas, dass man die Wärmenutzung selber vor Ort oder auch bei den Landwirten direkt da irgendwo die Wärme für den ganzen Betrieb oder auch für die Nachbarn herbringt und nicht unbedingt die Stromerzeugung. Und später hat sich das gedreht und deswegen wird auch so viel Strom in Deutschland mittlerweile von den Biogasanlagen erzeugt. Also wir können wirklich stolz sein, wir waren Vorreiter, wir in Deutschland, und mittlerweile haben wir fast 10.000 Biogasanlagen und die ganze Welt schaut auf uns, was machen wir, was macht unsere Branche. Und die ersten großen Länder, die sind schon auf der Überholspur. China gibt richtig Gas, hat schon tausende Anlagen und baut weiterhin, genauso wie die USA. Also es gibt da schon sehr viele, die uns das nachmachen, auch in unseren allen umliegenden Ländern. Ja. Wächst die Biogasbranche. Und ich hoffe, dass auch in Deutschland wieder wächst, beziehungsweise dass es weitergeführt wird, denn wir können nicht nur Gas und Strom und Wärme machen, in Zukunft spielen wir auch mit bei dem Wasserstoffthema. Wow. Oder bei der Mobilität, indem dass wir vielleicht auch noch Gasautos zur Verfügung stellen oder Elektrotankstellen bauen, wo wir auch die Mobilität unterstützen können. Wow, das ist natürlich ein riesen Thema, nachdem ihr jetzt ja alle Atomkraftwerke schon mal abgeschaltet habt und Strom nur noch aus der Steckdose kommt. Und so ein netter Spruch, ist es natürlich schon sehr, sehr, sehr spannend, wenn es alternative Sachen gibt. Tut die Politik das wieder unterstützen oder sind die wieder außen vor? Ja, im letzten Jahr sind viele aufgesprungen und sind zu Biogas-Fans geworden. Doch aktuell schaut die Lage nicht ganz so gut aus. Mhm. Aktuell hat man das schon wieder alles vergessen und will lieber LNG-Flüssiggasterminals bauen. Die kosten Milliarden. Diese ganze Infrastruktur und alles, was wir da dann brauchen. Und das Schlimmste ist eigentlich für mich als Unternehmer, oder eigentlich, wenn wir das gesamte Unternehmen in Deutschland sehen, wir machen uns wieder abhängig von anderen Ländern. Und wir haben es jetzt geschafft, dass wir uns einen Teil unabhängig machen und das sollten wir weiter ausbauen. Und die Energieversorgung ist für Industrieland wie Deutschland eines der wichtigsten Themen. Und da ist Biogas einer der wichtigsten Bausteine, einer der wichtigsten Lösungsbausteine im gesamten Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieversorgung, der sicheren Energieversorgung in Deutschland. Wow, mega, mega cool. So, jetzt verlassen wir das mal ganz kurz. Warum hast du dich damals entschieden, zu mir ins VIP-Coaching zu kommen? Was war deine Motivation? Ja, ich habe mich letztes Jahr anders positioniert. Ich sage mal so, als Verkäufer oder Berater in der Biogasbranche. Ich mache das jetzt mittlerweile seit 10 Jahren und ich traue mich schon sagen, in Bayern mit Sicherheit betreue ich die meisten Anlagen. Also ich sage mal, ich betreue mittlerweile fast 500 Biogasanlagen. Und dieses Wissen, was ich da aufgebaut habe, das möchte ich einfach weitergeben. Und das sollen auch alle erfahren. Und dazu braucht man einfach das Marketing und diese Erfahrung. Wie kann man noch besser in den Markt gehen? Was kann man noch Gutes für die Kunden tun, was wir super gemacht haben? Ernst, das freut mich wirklich. Das waren die Workshops, die wo wir jetzt immer wieder regelmäßig anbieten. Da wo man einfach, ich sage mal, das ist so offener, stammtischer, ehrlicher Austausch.
da wo sich immer so zwischen 10 und 20 Biogasanlagenbetreiber, wir sitzen uns da zusammen für 2 Tage, wir gehen da irgendwo in ein Hotel oder zu einem Wirt, bleiben da über Nacht und da werden wirklich die wichtigsten Themen, die wo den Betreibern auf dem Herzen liegen, die werden da ausgeredet. Und sowas Neues brauchen wir in der Branche. Ja. Wir haben jetzt 20 Jahre immer dasselbe gemacht und haben gedacht, es geht so weiter, es geht nicht so weiter. Und auch in der, auch egal was die Politik macht, irgendwie geht's weiter, aber wir müssen schauen, dass wir da wieder, wir uns auch verändern und anpassen und auch die neuen Möglichkeiten finden. Und dazu habe ich dir jetzt genommen, dass wir als Firma, für uns persönlich, dass wir die neuen Möglichkeiten entdecken und auch uns was abschauen können, was lernen können von den anderen. Und das ist mir sehr wichtig und auch vielen Betreibern von mir, Mensch, was können wir noch machen? Wir müssen uns ja nicht nur um die Biogasanlage kümmern, viele Betreiber, sondern auch noch um andere Sachen und da brauchen wir einen Experten und deswegen habe ich mich als Experten positioniert. Ich kümmere mich um die Optimierung der Biogasbiologie, dass wir den höchsten Kostenblock, und zwar die Futterkosten, die Inputkosten, dass wir die möglichst gering halten und dass wir da Ressourcen sparen. Sehr, sehr cool. Da haben wir auch einiges an Strategien geändert. Ja, ich denke, das dürfen wir hier sagen, oder? So, also viele oder die Gewohnheit war immer rauszufahren. Ja, und dann haben wir einfach implementiert, dass man auch ganz viel per Telefon machen kann. Ja, und wie war das für dich? Ja, immer wenn es was Neues gibt, ist man erstmal skeptisch, ob das funktioniert. Und erstmal ist man natürlich in der Abwehrhaltung. Aber ich habe es heute jetzt wieder gemacht. Heute habe ich den Nachmittag ganz oft an dich gedacht, weil ich will draußen bei diesem schönen Wetter, sind viele auf dem Feld gewesen, ich will die Leute nicht bei der Arbeit aufhalten, sondern ich habe dann telefoniert und habe da sehr viele Beratungsgespräche am Telefon gehabt, sehr viele Lösungen denen schon am Telefon sagen können. Und das geht oft schon in 2-3 Minuten Telefongespräch, hört man raus, Mensch, das Problem, das hat man doch da und da und diese Erfahrung, die will ich weitergeben, dass man da einfach schneller zu Lösungen kommt oder Probleme im Vorfeld schon vermeidet und verhindert. Und da schauen mittlerweile wirklich immer mehr Betreiber drauf, Mensch, wie kann ich da besser vorsorgen, damit ich nicht hinterher hohe Kosten verursache oder dann die Probleme habe und mir tagelang Zeit nehmen muss für meine Anlage. Denn Zeit ist das, wo jeder nur begrenzt zur Verfügung hat. Und da geht's um das Zeit sparen, Zeit und Kosten sparen. Und ja, leider hat mir heute auch einer gesagt, ja, Sepp, wann kommst du wieder? Wir wollen dich auch sehen. Und genau für diese Kunden will ich mir in Zukunft mehr Zeit nehmen, die sagen, Mensch, ich will die intensivere Beratung und schau bitte jedes Monat bei mir vorbei. Und da wird's noch viele Neuigkeiten und Überraschungspakete für meine Kunden geben. Sehr, sehr gut, haben wir auch erarbeitet, weil oft ist ja so, egal in welcher Branche, Beratung ist immer kostenlos, ja. Was ich völlig crazy finde, völlig Banane. Geh doch heute mal zu einem Anwalt und sag, kannst du mich mal kostenlos beraten? Was wird der machen? Der wird dich auslachen. Der sagt, geht's eigentlich noch? Leg das Geld auf den Tisch und du kriegst eine Beratung. Oder geh zum Steuerberater oder geh woanders hin. Du zahlst für jede Beratung und viele Dienstleister verlangen kein Geld. Und alle, die hier zuschauen, wenn du Dienstleister bist, ändere das. Du musst Geld für deine Beratungen verlangen, ja? Weil es ist deine kostbare Lebenszeit, hast du auch eben so schön gesagt, ja? Und da haben wir das Seminar Selbstständigkeit Unternehmertum und neue Wege Geld zu verdienen. Auf www.krameri.de/Seminare, da bist du eingeladen. So kam damals auch der Josef rein. Und dann zeige ich dir einfach die höchste Schule, wie machst du dich richtig selbstständig und wie wirst du dann Unternehmer, ja. Und es gibt keine kostenlose Beratung. Und da haben viele halt einfach Angst, ja. Und sagen, ja, wir haben das jahrelang alles kostenlos gemacht, das kann man fast nie machen. Ja? Es ist einfach immer nur eine Frage des Mindsets, ja. Und Telefon muss euer bester Freund sein. Also wir haben dann Telefonskripte gemacht und so. Und wie war das? Erinnerst du dich noch? Ja, sehr spannend. Es war das eine oder andere kurz. Ja, man merkt natürlich, dass man noch genauer zuhören, also das habe ich gelernt, noch genauer zuhören, was ist wirklich das Problem vom Kunden und wie kann man dem noch schneller helfen? Weil oft überhört man ja was am Telefon. Mensch,
eigentlich wäre es das und das gewesen und dann muss man nochmal nachtelefonieren oder doch hinfahren und wenn man sich da besser mehr Zeit nimmt, auch schon am Telefon, dann findet man oft die Probleme aus der Ferne, dann ist der Aufwand wirklich sehr gering und man kann dem Kunden sofort helfen. Und ich mache mittlerweile wirklich sehr viele Notfälle schon am Telefon, weil ich halt die Erfahrung habe und weil man dann sagen kann, Mensch, mach diese drei Schritte und dann läuft es wieder. Und wenn es nicht läuft, dann komme ich morgen früh oder morgen Nachmittag zu dir. Sehr, sehr geil. Also für alle, die hier zuschauen, schaut doch einfach, ob ihr das auch einrichten könnt, ja. Oder per Zoom. Du musst nicht immer vor Ort sein. Nicht immer hinfahren. Oder die Leute müssen nicht immer zu dir kommen. Und wir haben ja einen genauen Telefonleitfaden ausgearbeitet. Das ist auch wichtig. Da muss wirklich jedes Wort sitzen, ja. Und wir können auch am Telefon verkaufen. Wie hast du das erlebt, Josef? Ja, war für mich sehr überraschend, aber eigentlich ist logisch und erklärbar. Die Kunden, die wollen ja nicht 2 Stunden oder so von mir, von der Arbeit abgehalten werden, sondern die treffen dann auch Entscheidungen und sagen, Mensch, jawohl, das machen wir jetzt, weil wir wollen unsere Anlage auf Vordermann bringen. Wir wollen die Effizienz steigern und dazu brauchen wir diese Schritte oder diese Produkte oder diese Messgeräte dazu. Sehr, sehr geil. Und du hast was sehr, sehr Wichtiges. Für alle, die jetzt hier zuhören, schaut, dass ihr spitz reingeht. Schaut, dass in der Spitzerbranche nicht für alle, sondern der liebe Josef ist da für Biogas bauen. Ja? Oder wir haben andere Experten da, wie die Karin Weiß. Sie ist da für Frauen, die keinen Partner haben oder unglücklich sind. Spitz reingehen, dann kennst du die ganzen Probleme der Leute. Ja? So wie du sagst, du weißt ganz genau, aha, das und das. Und da kann man sofort lösen. Es geht in der heutigen Zeit um schnelle Lösungen. Schreib das mal bitte auf. Und darum musst du wirklich ganz, ganz, ganz spitz in den Markt reingehen. Das ist einfach, was viele einfach nicht verstehen. Ja, sehr, sehr cool. Und wir haben es ja auch bewiesen, dass wir am Telefon so stark sind, so schnell sind, ja, dass wir so viel bewegt haben, weil das oft ist ja auch das Thema, kann mir kein Coach leisten. Wie stehst du dazu? Zu teuer. Ja, das ist natürlich immer die Hemmnis. Also ich kenne es ja, erstmal heißt es, ja, was kostet das und so weiter und so fort. Und eigentlich muss man das langfristig betrachten und oft ist die Rendite schon nach einem Monat, 2 Monaten da, so ist bei mir in der Branche. Manchmal, wenn die Problemlösung in 3 Tagen weg ist, dann spart es tausende Euro, denn ein Problem, wir haben es letztes Mal erst wieder bei einer Anlage gehabt, 3-4 Wochen hat er rumgespielt, ohne irgendwelche Lösungen zu suchen, weil er sich den Experten sparen wollte. Und das kostet halt dann oft das 5- bis 10-fache, was gleich schon gekostet hätte oder was die Vorsorge oder Vorbeugung gekostet hätte. Absolut. Und weißt du, frag nicht, was kostet mich der Experte, frag viel lieber, was kostet es dich, wenn du es nicht machst. Ja, wir haben zum Beispiel beim Josef mein Honorar, haben wir nach einem Tag schon drin gehabt. Nach einem Tag. Warum? Weil wir hier Vollgas gegeben haben, weil wir uns einfach konzentriert haben. Und wichtig ist halt auch immer, dass man sich Ziele setzt. Was will ich erreichen? Ja, und immer nicht... Also was will ich erreichen und auf den Kunden eingehen? Wo hat der Engpass? Und schau immer, dass du Lösungen hast. Ja, du arbeitest ja sehr, sehr schnell. Du bist ja ein alter Fuchs in der Biogasbranche. Warum hast du dich dann auch entschieden, das Speaker-Training zu machen? Ja, weil für mich persönlich war es immer so, Mensch, das ist ja immer Hemmung vor Leuten zum Reden. Und ich habe gesagt, ich mache das mit. Und bei dir war es einfach mal was anderes. Wir waren da draußen in der Natur und haben da geübt mit sehr vielen verschiedenen Methoden von dir. War sehr interessant. Und das hat wirklich dann auch die Angst weggenommen, dass man mal da so frei reden kann. Und auch dann bei den Workshops, das war auch wieder Training dazu. Und man muss eigentlich ständig trainieren, dass man da dranbleibt. Und mittlerweile macht es mir auch Spaß, dass ich da diese Vorträge halten kann. Ob es jetzt auf einem kleinen Kongress ist oder auf einem größeren. So wie dann in Österreich war ja der Biogas-Kongress, da haben wir sehr spontan noch einen Vortrag gehabt.
und ob es dann die kleinen Workshops sind, die wo wir immer wieder haben, aber da gehört es dazu, dass man sicher auftritt. Und ich fühle mich jetzt viel, viel sicherer als davor, das muss ich echt sagen. Und es ist auch wichtig, dass wir uns als Unternehmer, als Biogaser, dass wir uns draußen auch, vor der Gesellschaft, dass wir uns da richtig präsentieren können. Ja, das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Und übrigens, der liebe Josef wird überall gebucht mittlerweile als Keynote-Speaker, weil er die Bühne rockt, ja. Und um das geht es ganz einfach. Er nimmt die Menschen mit. Und du warst ja auch beim Seminar, wie schreibe ich mit Erfolg in 7 Tagen Bücher. Warum hast du das gemacht? Ja, du hast ja mal gesagt, wenn man sich verewigen will, muss man ein Buch schreiben. Ja. Und darum habe ich mir gedacht, dann schreib doch ein Buch, und zwar die Biogasfibel 1.0. Sehr, sehr gern. Hammer, hammer cooles Buch. So viel wertvollen Inhalt, das ist abgegangen in der Branche. Unglaublich. Und auch für alle, die hier zuhören, schreib du auch dein Buch. Ja, Josef kam zum Seminar. 2,5 Tage nach einer Woche war das Buch fertig. Das ist ja das, was viele überhaupt gar nicht glauben. Wie ist es dir da gegangen? Ja, die ersten 2 Tage Katastrophe. und dann auf einmal ist gelaufen, und dann, wenn es mal läuft, dann läuft es, und dann war es wirklich nach 7 Tagen fertig. Da war ich dann echt so froh, dass ich es geschafft habe, und bin ich da sehr dankbar dafür, weil es waren ja bis zum Schluss jetzt über 150 Seiten dann. Und der Josef gehört einfach zu den Menschen, die one-to-one, buchstabengetreu einfach alles umsetzen. Ich habe gesagt, hol dir Sponsoren für dein Buch. Er hat mehrere Sponsoren. Das Buch ist locker bezahlt, die Ausbildung plus das Buch und plus, plus, plus. Also, jetzt sind wir leider schon 20 Minuten hier bei Facebook. Wir werden uns jetzt von Facebook verabschieden. Und wenn du mehr erfahren möchtest von Josef, ja, es geht ja nicht nur so, ja, ich habe mit Biogas nichts zu tun, aber es geht um die Inhalte. Es ist egal, was du machst. Aber wenn du das Mindset hast von einem Josef und er bereit ist, sich weiterzubilden, Josef kommt dieses Jahr wieder zur Speaker-Ausbildung. Warum machst du das? Nach dem Motto, viele haben gesagt, jetzt weiß ich, wie es geht. Warum kommst du schon wieder? Man muss immer trainieren, und das ist das Wichtigste. Sehr geil. Das weiß man im Sport, ja. Du kannst nicht sagen, so, jetzt habe ich eine Medaille gewonnen, jetzt brauche ich nicht mehr zu trainieren und gehe dann wieder zur nächsten Olympiade. Training schafft einfach die Veränderung. In diesem Sinne, holt euch das Kongresspaket. Tschüss, bye-bye, schönen Abend. Super, dass du die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür. Und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen und hören von mir und spannende Interviewpartner, abonniere jetzt gleich den Podcast, dass du keinen einzigen mehr verpasst. Danke dir für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere deinen Ernst Kramer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele weitere wertvolle Inputs rund um dein Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Den Link findest du wie immer unten in der Shownote. Abonniere den Erfolgs-Newsletter, damit du gar nichts mehr verpasst. Sehr, dass du dabei warst. Freue mich, dich wieder dabei zu haben. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krammeri.